Morgen, Nicole. Komm mit mir nach Cambridge. Cambridge? Cambridge? Was machen wir da? Gehen wir da in den Shop, oder? Na, ab an die University. Heute Schule, heute Montag. Scheiße, da muss ja noch meine Butterbämme einpacken. Ich hab uns mit Bananen mitgenommen. Mach mal los hier. Das ist wie so ein kleines chinesisches Labyrinth hier. Das sind die Holztreppen aus dem Horrorfilm, wo die Leute immer runterballern und sich dann ins Genick brechen. Und das ist die berühmt-berüchtigte Hintertür hier, wo wir immer auch mal klopfen kann von hinten. Jetzt kommt eben noch von rechts. Aber das war ja nur ich im Spiegel. French Vanilla. Machst du jetzt doch noch einen Kaffee? Wollen wir? Also ich nicht. Wo du steht das hin hier? Hat wieder am besten nicht. Daneben stellen erstmal. Jetzt nehme ich auch die Wienhasen. Alles irgendwie da. Hier gibt es irgendwas zu lesen. Stehen hier drauf. On, off. 8. Wird nicht lange überlegt. Drück mal 8. I'm right. Steht nämlich auch ganz fett drauf auf dem Becher. Und die Dixie steht da drauf. Unten im Blauen. Ah. Aber ist das jetzt dünner oder ist das jetzt dicker? Das wird die Menge sein. We will see. Of course. Draußen haben wir im Hinterhof uns das Auto geparkt. Der schwarze links ist das. Und ich sehe am Haus da drüben Sonne. Oh. Oh, da wird doch wohl nicht Sonne kommen. Oh, passt ganz genau. Auf los geht's los. Jo. Los. Kommst du raus? Oh, ist aber frisch. Und reinkommen. Aber schön. Close the door. This is the car. Ich hab's auch schon gesehen. Jetzt sind wir die 400 Meter hier vorgelaufen. Dasselbe wie gestern. Jetzt gehen wir nochmal rein. Bei Harvard. Haben sie irgendein Buffet aufgebaut? Nee, ich will nicht. Haben wir ja gestern Abend schon mal alles im Dunkeln gesehen und wir haben gedacht, komm, lass uns doch mal im Hellen anschauen. Wie schmeckt er dir? Ich habe einen Kaffee getrunken. Das ist die Memorial Church. What was Christmas? Will Autos nicht werden? Service, das ist bestimmt die Gärtner hier. Machen sie Grünflächen, machen sie sauber. Und ich? Ich bin immer hier. Gucken wir mal, was es hier in der Bakery gibt. Da ist ein Decaf. Genau, Heuring. So, überall Leute. Ja? Klar. Und dann, gleich zu. Oh.
This is the right place. Das Witzige ist ja... Ich habe einen Eimer und Nicole hat Tränen in den Augen. Ich habe jedes Mal, ich wäre jedes Mal anders geschrieben. Wenn ich jetzt hier eine Münze daneben lege, ist die Münze größer als die Tasse. Ich muss mal was umrühren. Aber nicht so. Aber das Brodel ist lecker. Guck mal. Ja, das habe ich ja. Ich habe was anderes, aber wie es nicht mal so im Ausland ist. Yeah. Was hast du bezahlt für deins? Weiß ich nicht. 6 Mark. Ich habe die Benone bezahlt. Und wie hat sie geschmeckt? Die Bowl war lecker, aber der Macchiato war fehl. Da schüttelt es nicht. Aber coole Location, hast du gut ausgesucht. Ist es zu dunkel? Naja, gegen das Licht, ja. Sieht man wenigstens meine Falten. Da wir ja gestern Abend schon mal hier waren, haben wir ja schon gestern Abend ein bisschen erkundet. Wir kennen uns aus. Die ganze Gegend. Wir waren hier hinten in diesem Smith Campus Center. Jede Menge Leute. Also Abend noch. Und wir haben welchen Schach gespielt. Ich hätte es gern gefilmt. Sah cool aus. Aber naja, GoPro. Da lässt halt dann die qualitative Qualität nach. Aber hier war was los. Das ist wahrscheinlich wie so eine Mensa, wo dann alle sich aufhalten. Das ist übrigens so dieser ganze Campus. Kann man unten rechts diesen Map-Key-Internet hochladen. Weiß nicht, ob ich zeige. QR-Codes kennen. Wir hier. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Und looky, looky da. Harvard Graduate School of Education. Oh, Sport. Oder? Naja, steht gern mal noch. Hier müsste das Stadion sein. Ah, nee, das war hier drüben. Das war da drüben. Ganz deutlich zu erkennen. Am Wort Stadion. Ah, ja. Harvard Graduate School of Education. Die konnten mich feiern. Corona da. Ah, die haben bestimmt eine Online-Feier gemacht. Irgendwie sowas. Jeder nimmt sich jetzt ein Bier und dann stoßen wir gemeinsam an gegen den Monitor. Oder eine Tüte Chips. First Tuk Tree. Ich könnte mir vorstellen, dass da drin ist Commander Washington. General George Washington. Auf die Kolonien. Habt ihr was mit Fraser's Ridge zu tun? Naja, das erzählt die ja dann. Ne? Das ist ja Juli 1775, die ist ja 1770 dort. Rockies oben. Das alles mit. Washington hat sie ja dann kennengelernt. Ja. Auf dieser Party. Also das ist George Washington, der wird einer der einflussreichsten Menschen. Und das wusste er damals noch nicht. Das wussten die damals. Und er noch wahrscheinlich selber noch nicht. Okay. Falls ihr euch fragt, worüber wir reden, für unsere Lieblingsserie. Bisschen Outlander am Netflix. Wie oft haben wir sie denn schon gesehen? Gefühlte 6 Mal die Staffel. Ich habe 7. Mal angefangen. Also ich habe 7. Mal angefangen. Und sie, hä?
krank eigentlich. Aber das ist so schön, guckt sie euch an. Ja. Netflix, Outlander. Daumen hoch, Thumbs up. Was haben wir denn hier oben? Wie heißt denn? Das ist so. Sag mal. Soldiers and Sailors. Geht es hier um Sailor Moon? Halt den Mondstein fest und spürt die. Das ist der Abraham. Ja, ich. Und der sitzt mit seinem Zylinder in Washington unter dem Haus. Ja. Unter anderem. Unter anderem. Ja, wir werden es sehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vor allen Dingen die Glocke abonnieren und den Daumen einschalten. Oder nicht, es war andersrum. Wait, wait, wait. Oh, ging aber schnell. Was haben wir denn hier? Mitten in Boston unterrichtet der Herr Meier und die Frau Schulze. In der German International School of Boston. Da irgendwas in Deutsch dran steht. Und dann. Nicht ich bin hier der. Wie kann man sagen? Der Merch. Der Merch. Crack. Sondern Nicole. Konsumopfer. Ja. So ein richtiges Markenopfer. Ja, was hat sie gemacht? Sie ist gleich mal ein paar neue Boots gekauft. Oh, look nice. These boots are made for walking. Und was macht sie mit den alten? Sie müssen weg. Zack, die müssen gespendet werden. Altschuhcontainer. Oh. Warum war ich nach einer Woche New York? Also die sind... Heiße Sohle gehabt. Oh. Ach, hier vorne muss noch ein anderer Store sein. Da würde ich mal hingehen. Vielleicht kann ich ja noch einen Schnapper machen. Ansonsten gehe ich zurück und hole mir da ein paar. Again. Dann werden wir sehen. Schreibt bitte in die Kommentare, was eine coole Schleifenform für ein paar Turnschuhe ist. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee. Ich habe die jetzt einfach in die Seiten reingestopft und finde es hässlich. Mikkel. Du? Ich auch. Du hast sie hinter der Sohle. Ich habe sie hinter der Sohle zusammengeknüppert. Sieht aus wie so ein Erstklässler. Wie was? Wie ein Erstklässler. Ich hätte mein Klettverband wieder, mein Klettverschluss wieder. Den gibt's bestimmt auch. Ja, 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 gibt's. Okay. Ice Coffee. Was darf nicht fehlen? Donut. Was? Du zuerst. Ach, halbe Dinge. Du guckst schon wieder so unbegeistert. Ist das dieselbe Creme? Ja, aber dann schmeckt, will ich viel, schmeckt viel besser. Ach so. Mmh. Oh nee. Die Hälfte verschwendet wieder. Ey, ich kann es ja nicht in der Bude geben. Zwar sogar ich erfolgreich, habe mir ein paar Schuhe gekauft. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Nach Harvard. Haben wir so eine kleine Siedlung. Da sind zwei Leute, zwei Familien drin. Das sind zwei Männer. Neun und elf. Black Lives Matter. Da sitzt schon ein bisschen länger. Aber echt so, wie man sich im Film vorstellt. Kleine Siedlungen, Vorstadtsiedlungen. Jeder hat sein Stückchen Vorgarten. Wir haben uns durch die Sicherheitskontrolle reingeschlichen. Nicole hat ihren Charme spielen lassen. Jetzt haben wir uns mal in die Harvard Arena reingeschmuggelt. Ein Ding, guck doch mal, wie groß das ist. Hör ich öfters. Ja, von oben ist halt geil. Oh, ist das nicht geil?
nächste Film nehmen. Weil es schön hier ist. Cooler wäre es natürlich, wenn wir noch Football-Dudes sehen. Stellt sich jetzt die ganzen Brandons und Jonathans und Nathans vor, wie sie unten Schweiß gebadet über ein Jahr drin. Über ein Jahr? Ob das so, ich nicht, ob das so heißt. Wisst ihr nicht, ob das so heißt. Ja, aber das schafft jetzt. Das ist der ältere Herr, der gestern auch schon hier gespielt hat. So, Chef Craig. Wieder shoppen. Ich muss die ganze Zeit auf Nicole warten. Ey, sag das. Das ist nicht wahr. That's not true. Ich habe nämlich eine Stunde eher bezahlt als der Tino. Das müssen wir checken, gegenchecken auf dem Kassenbon. Sehr gern. Ich habe leider vergessen zu filmen in diesem Harvard, riesen Harvard Merchandise Shop. Die Coop, der heißt die Coop. Wir sind jetzt hier wieder, wahrscheinlich, oh, was gibt's denn hier? Gibt's was umsonst? Das Crappen die sich, ihren Stäbchen. Alles so jung hier, Mensch, ich komme mir so alt vor. Hier ist dieses Essenszelt. Keine Ahnung, ob das hier immer so ist. God will take away your poison. Good news for you. Your poison. Oh, thank you. Sandwich truck. Und Nicole rennt vor, die hat nämlich Knast. Das muss ich mich beeilen. Jetzt schimpft es. Nicole ist kaputt. Hat mal nach dem Bus geschaut, genau vom Haus ist eine Bushaltestelle. Aber der Bus fährt leider nicht in die Stadt. Na, wie gerät sie auf deiner Veranda? Hollywood Tower ist gerade an der Veranda. Hat gequietscht, ne? Haben uns jetzt dreimal umentschieden. Da wir ja nur kaputt waren ohne Ende, haben wir ein kurzes Nap gemacht, also mit Augen auf. Open Eye Nap. Wir haben Pläne geschmiedet. Wir haben Pläne geschmiedet und erst wollen wir mit dem Auto fahren. Dann mit der Bahn, mit dem Auto. Und jetzt wieder mit der Bahn. Wir gucken mal, wie hier die U-Bahn-Station in Cambridge Harvard so funzt. Mit der Red Line Downtown. Schauen wir uns hier drüben einen Automaten mit. Zwei Tickets gekauft. Red Line, die fährt direkt bis in die Stadt. Da hau ich die Scheiße rein. Oh, jetzt schon. Das ist wie die U-Bahn-Station hier. So sieht Boston Skyline aus. Ein oder zwei Hochhäuser. Steigen jetzt in der nächsten aus. Und zwar an der Park Street. Sieht so ein bisschen aus. Charles, ne, ist er noch nicht. Welcome to Boston. Oh yeah. Welcome to the Boston Tea Party. Und was sieht man zuerst im Merch-Laden? Sieht halt auch aus. Nee, wo gehen wir denn jetzt hin? Nein zu? Ist A ab und zu. Hinten in der Stadt ins Friedhof.
Und hier Quallens. Mal wieder aus dort. Aus dem Deckel. Eine alte Cablecar, bloß mit Rädern. City View. Guck mal, sieht ganz cool aus. Geil. King's Chapel ist eine unserer Markierungen. Was kannst du dazu sagen? Wie ist da hingekommen, die Markierung? Keine Ahnung. Die war zuerst da, die Markierung. Ja, auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. Jetzt müssen wir erstmal Happa Happa machen. Okay. Das ist ein Monument für den ganzen ermordeten Juden. Nummern sind das. Wahrscheinlich Inhaftierungsnummern. Und bei jedem Gitter stehen KZ-Namen von KZ-Lagern wie Sobibor, Auschwitz, Belzig. Es ist einfach Miss Crumpy ist es. Es ist nett. Ist nett. Aber wenn man eine Stunde auf Mr. Hornet warten muss, weil das sich einfach nicht entscheiden kann, da kann man schon mal ein bisschen crumpy und hangry werden. Ich erinnere dich demnächst mal dran, Mrs. Pimpy. Ich gehe in einen Laden. Nein, ich gehe in einen Laden. Weiß, was ich. Na gut, ich weiß vielleicht nicht immer, was ich will, aber ich sehe was und kaufe es dann. Oh, das sind ja richtige Männermanieren. Ja. Also beim Einkaufen weiß ich, was ich will. Ich sehe das, gefällt mir, nehme ich mit. Wenn du im Süßigkeitenladen stehst und du einfach Bock auf alles hast? Geh ich nicht rein. Wir können ja mal in Ben & Jerry's gehen, hab ich letztens. Gestern? Heute früh noch mal das gesehen. Ja, ne? Letztens. Am Campus, letztens morgens. Okay, wird schon wieder ganz schön viel Dünnschiss hier. Ich finde, rein vom Gefühl her ist es jetzt ein bisschen ruhiger als in New York. Ne? Jetzt nicht von der Lautstärke her, sondern vom Gefühl. Ne? Also nicht so viel Touris. Ach so. Ein bisschen. Es ist halt auch nur Boston und nicht New York. Ne? Aber. Ja. Ich finde es angenehm. Das hat man gesagt, the capital of Massachusetts? Mhm, Michi-Chu-Chu. Ja. Ist das Capital? Mit 7 Z. Weiß gerade nicht. Ja, das sieht schon geil aus. Wendy's. Gegenüber ist Five Guys. Wer so sagt, hat noch freie Spitzen. Marcel, wir gucken mal, ob das funktioniert. Wir haben es geschafft zu Five Guys. Die ganze Woche haben die hier erzählt, wie geil das hier ist. Nee, das ist jetzt nicht lecker. Und wir hoffen, es ist lecker.
was sagst du? Ich bin schon wieder empört, dass der eben die Burger nur eine 6 gibt, der Tino. Ich weiß nicht, was es haben muss, dass dir ein Burger schmeckt. Auf jeden Fall ein bisschen Geschmack. Hat's doch. Ja. Da macht das Salz drauf. Ich bin auf der Suche nach einem Zimmer. In der Nähe von Philly. Das hier unten ist. Wo? We are here. Zu der Federal Street. Finde ich ganz cool hier. Bin laut, gerade mal wieder. Hier haben sie wieder Jagdwunsch gefüttert. Das ist Gefahrzeichen. Die haben Schiff unter hier. Wir haben gerade festgestellt, da ist was gebrochen. Freizeit muss ich das Screen hier vorne außen machen, weil das ist so wie Axt. Stromspann. Geiz halt. Geiz. Als ob ich geizig bin. Es riecht, es sieht eigentlich so schön aus, ja? Man will gar nicht gehen. Barking Crab. Was ist das? Barking Crab? The Barking Crab ist die bellende Krabbe. Ja? Ja. Kommst du da ran? Wo? Oh. An der Decke. Of course. Touch! Crab. Also Barking Crab ist dann doch eine Kneipe. Ich dachte, das ist irgendwie nur ein Müllhaufen, ne? Aber es ist doch eine... Na klar, ja. Ein Müllhaufen. Ja, so eine so samtgestellte Holzschrott, weißt du? Nee, es ist tatsächlich ein Restaurant. Closed for a private event. Bitch is closed. Und natürlich unsere Zuschauer. Und Ricky seine Zuschauer. Stell dir mal vor, unsere Folgen haben mehr Klicks als New York. Das glaube ich. Gebt euch Mühe. Ja. Und Ricky hat mir aufgetragen, ich soll ab und zu mal sagen, so, wenn euch die Folgen gefallen, dann abonniert das Herz und lasst einen Daumen da. Abonniert die Glocke. Achso, abonniert die Glocke. Like. Ihr könnt auch mal auf Instagram gucken. Fatalerror.de. Was gibt's noch? City Cruises. Oha. Nicht gerne teilt. So, jetzt ist gut mit Lästern, ich hab die Kamera an. Nein, mach das aus. Von unten ist immer so ein unvorteilhaft wegen der Doppelkinn. Wegen der Hotze, die aus der Nase läuft. Ja, es ist ein bisschen fresh. Jetzt hör mal auf, so einen Scheiß zu quatschen. Da sind wir doch gestern schon mal im Palm Restaurant. Wenn man das sieht, dann denkt man, das ist alles Post Office, alles Rathaus, alles keine Ahnung was.
hier mitten in Downtown Boston. Aber nein, man täuscht sich, denn es ist. Ja, ja, schon komm, ja, schon komm. Wir fahren. Wir sind nämlich kaputt, Füße tun weh, wir werden uns jetzt noch ein Bier holen, irgendwo im 7-Eleven. Wie viele Schritte? 39.000. 40 kriegen wir voll. Wir sagen tschüss Boston, es war schön, sah gut aus, bisschen windig, aber es ist schön, ja. Es schön, ist man kann es empfehlen. Ja. Bis dann, cheerio. Schweinebacke? Kann sie. Das ist doch noch nicht zu Ende. Jetzt. Cheers. Cheers. Wie viele Schritte haben wir letztendlich? Oh nein, warte, warte. Oh. Warte, warte. Oh. Unvorbereitet. 42,5. 42,5. Oh, dann machen wir nochmal einen Ping. Direkt das Ping. Wir sind kaputt nach 12 Stunden auf dem Bein. Na dann. Jetzt aber. Cheerio. Bis morgen, Schweinebacken. Zu wenig Abos? Erst mal da. Das abonniert den Daumen. Und Befehl, jetzt raus! Befehl vom Präsident höchstpersönlich. Monika, geht los! Die ganze Welt hat er schon gesehen. Und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh ja! Rick ist wieder auf dem Roadtrip.